Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. In meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch diese, ich nenne sie einfach einmal Überraschungs-Schokobox zeigen. Und die Überraschung besteht darin, also es sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Schachtel. Und wenn man sie öffnet, dann hebt sich hier eine Schokolade mit raus und darunter verbirgt sich noch ein kleiner Spruch. Meine Version ist etwas knackig eng geworden von dieser Schachtel, also oder diese Version hier. Deshalb gebe ich jetzt beim Basteln einfach noch ein paar Millimeter drauf, damit, wenn man hier anzieht, das Schokotäfelchen etwas leichter rauskommt. Aber ja, das ist, was wir heute gemeinsam basteln. Und dann starten wir einfach gleich los. Ich habe Farbkarton in Brombeermousse verwendet. Und wir fangen jetzt einfach mal an, die Außenbox zurechtzuschneiden und falzen. Und dafür braucht ihr ein Stück Brombeermousse Farbkarton mit den Maßen 13,4 x 25 cm. Und dieses Stück legt ihr dann an der kurzen Seite an bei 1,8 cm. Und falzt da von beiden Seiten. Also ich drehe jetzt einfach um 180 Grad und falze hier noch ein zweites Mal bei 1,8 cm. An der langen Seite wird jetzt gefalzt, auch bei 1,8 cm. Das mache ich hier rechts. Dann drehe ich um 180 Grad und falze weiter bei 11,6 cm, bei 13,4 cm und zu guter Letzt noch bei 23,2 cm. Okay, dann nehmen wir uns einfach einmal die Papierschere und diese Stücke hier in der Mitte oder eigentlich bei allen kleinen Quadraten, die ihr am Rand habt, da schneidet ihr einfach mit der Papierschere entlang der Falzlinie bis zur Querfalz rauf. Also wie gesagt, alle Falzlinien hier entlang bei diesen kleinen Quadraten, das sind die einzigen Falzlinien, die wir haben, bis zur Querfalz. Und dann bei diesen kleinen Quadraten rechts und links noch die Seiten abschrägen. Also das werden Klebelaschen und das machen wir jetzt einmal bei allen drei Stücken auf dieser Seite und dann auf der zweiten Seite genauso. Gut, dieses Stück können wir zurzeit mal zur Seite legen. Und dann nehmen wir als nächstes das Stück, das ist das untere Stück für die Innenbox. Da brauchen wir nämlich zwei geteilte Stücke für die Innenbox. Und das untere Stück hat 12,8 x 12,5 cm. Und auch das legen wir wieder ein. An der kurzen Seite wird es wieder an beiden Seiten gefalzt und zwar dieses Mal aber bei 1,5 cm. Und an der langen Seite wird es bei 1,8 cm
und bei 3,3 cm gefalzt. Und wenn wir schon beim Falzen und Schneiden sind, dann schneiden wir noch zurecht ein zweites Stück. Das hat die Maße 11 x 12,5 cm. Das wird der Deckel der Innenbox. Und hier falzen wir an der kurzen Seite bei 1,5 cm. Und an der langen Seite an beiden Seiten bei 1,5 cm. So, das sind unsere beiden Stücke für die Innenbox. Nun könnt ihr beim unteren Stück einmal das äußere, es ist kein Quadrat, sondern es ist mehr so ein leichtes Rechteck, ganz wegschneiden. Auf beiden Seiten diese Lasche in der Mitte, die übrig stehen bleibt, das wird für unseren Mechanismus eine notwendige Lasche. Die Falzlinie auf der Seite hier entlang schneidet ihr auch wieder bis zur Querfalz nach oben und dann schrägt ihr wieder die Ecken ab. So, und beim Deckelstück, da schneidet ihr die beiden kleinen Quadrate an den Ecken einfach ganz weg. Den Boden können wir dann schon einmal falzen, also besser gesagt falten. Also einfach mit dem Falzbeil alle Falzlinien mal nachziehen. Wobei die für diese letzte Lasche hier für den Mechanismus gegengleich gefalten wird. Also nach außen hin. Und dann geht ihr her und gebt Flüssigkleber auf diese kleinen Laschen und klebt sie mit den Seitenwänden daneben zusammen, so dass sie eben den Boden unserer Innenbox bilden. Beim Deckel. Da nehmen wir uns jetzt ein Stück Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 9 x 9 cm und ein Stück Designerpapier. Ich verwende doch ein anderes, wartet, wir nehmen das hier, mit den Maßen 8,5 x 8,5 cm zur Hand. Und die kleben wir jetzt mal aufeinander. Das Designerpapier ist übrigens das Designerpapier Blühende Felder, das ich hier verwendet habe. Und für den nächsten Schritt ist es wichtig, dass wir schon alle Schichten auf diesen Deckel der Innenbox geklebt haben. So, genauso kleben wir eben jetzt das Stück, wo wir das Designerpapier und den grundweißen Farbkarton aufgeklebt haben. Zusammengeklebt haben hier auf die obere Seite unseres Deckelstückes und dann nehmen wir uns ein Lineal und einen Faltstift und messen uns vom Rand hier, also nicht da, wo die Lasche ist, sondern vom anderen Rand 3 cm und außerdem hier die Hälfte. Ich habe schon recht gut getroffen. Die ist bei 4,75. Da macht ihr euch eine schöne Markierung, damit ihr sie wiederfindet. Also sieht man jetzt kaum, aber man sieht, dass ich hier so einen kleinen Punkt gemacht habe. Und dann nehmt ihr ein Lochwerkzeug. Und deshalb ist es wichtig, eben schon alle Schichten aufeinander zu haben. Und
mach da einmal ein Loch durch. So. Dann könnt ihr auch dieses Stück hier einmal falten, solange es noch nicht gefalten war, war dieser Schritt noch etwas einfacher. Und ja, dann können wir auch gleich auf den Boden der Box ein Stück Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 9x9 und ein Stück Designerpapier mit den Maßen 8,5 x 8,5 cm aufkleben. Ihr braucht übrigens hier für die Innenseite unserer Box 4 solche Stücke Designerpapier und 4 Stücke Farbkarton mit jeweils den Maßen beim Farbkarton 9x9 und beim Designerpapier 8,5 x 8,5 cm. Also wie gesagt, 4 Stück braucht ihr für die Innenseite der Schachtel. So, auf die Unterseite der Innenschachtel, wie gesagt, kleben wir dann das Ganze auf. Dann drehen wir die Schachtel. Und nun können wir zuerst hier auf die Rückseite, auf diese Lasche außen, Flüssigkleber auf den Deckel geben. Und dann kleben wir das Ganze hier ein. Da, diese Lasche steht weiterhin ab für den Mechanismus und der Deckel, der wird hier so reingesetzt. Drückt das Ganze schön hinten an, damit es gut hält. So, und nun gehen wir her, bevor wir das Ganze zusammenkleben, und nehmen uns ein Stück Geschenkband. Ich habe hier das Saumband in Knitteroptik und ich schneide es einfach mal lang genug zu, weil wir kürzen es sowieso später noch. Also, meins hat jetzt, ich schätze mal, so circa 15 cm. Es ist auf jeden Fall zu lange, aber es ist uns jetzt egal, Hauptsache es ist lange genug. So, und dann nehmen wir ein Stück doppelseitiges Klebeband zur Hand und am besten wieder unseren Faltstift, denn durch dieses Loch hier drücken wir mit Hilfe des Faltstifts jetzt unser Band durch, holen uns das Ende hier so raus und nehmen dann einfach nur ein Stückchen von dem doppelseitigen Klebeband, Abreißklebeband, und kleben das auf unser Saumband auf. Ziehen dann die Schutzfolie ab und befestigen das Band hier so auf der Innenseite. Somit ist es für unseren Mechanismus gut fixiert und wir können jetzt die Box fertig zusammenkleben. Also geben wir hier auf die Innenseite der Seitenlaschen des Deckels einfach Flüssigkleber oder ihr gebt sie auf die Außenseite der unteren Box und dann eben das Ganze aufeinander drücken, so dass die Seitenwände schön aufeinander ausgerichtet sind und das eine schöne Innenbox ergibt. Und so, ich habe mir gar keine zweite Schokolade gerichtet. Ich muss mir jetzt die Schokolade holen. Ah, und jetzt komme ich gerade noch drauf. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und zwar, wir brauchen ja noch Eingriffslaschen für unsere Schokolade, sonst bekommen wir die so schwer raus. Dafür nehme ich jetzt einfach so eine Halbkreis, also eine kleine Kreisschanze, das ist eine 0,5 Zoll.
Stanze und ich stanze hier oben circa mittig. Einmal einen Angriff raus und circa gleich ausgerichtet. Unten auch. So, und jetzt kann aber die Schokolade da schon rein. Genau. So. Inbox perfekt für die Schokolade. Dann machen wir mit der Außenbox weiter. So, wir haben dieses Stück und es geht eigentlich kaum ins Bild. Ich drehe es einfach so, dann geht es besser. Und ich habe ja gesagt, wir brauchen jeweils 4 Stücke von dem Designerpapier und von dem grundweißen Farbkarton. Jetzt kommen nämlich die anderen beiden Stücke ins Spiel. Die kleben wir jetzt wieder aufeinander und auf die beiden größeren Stücke hier in der Mitte zwischen den Falzlinien. Und zwar übrigens auf der Innenseite der Box, ganz wichtig, nicht auf der Außenseite. Die Innenseite der Box ist dort, wo die Hügel der Falzlinien zu sehen sind. Also wo die Falzlinien zu euch kommen und nicht wo die Falzlinien nach innen verschwinden. So, wenn ihr die beiden Stücke eingeklebt habt, dann überlegt ihr euch, was euer Deckel und euer Boden wird. Bei mir wird das jetzt der Deckel. Ich finde beim Boden das Dunklere schöner. Beim Deckel macht ihr jetzt 2 Sachen. Einmal hier bei dieser vorderen Lasche nehmt ihr wieder eure Kreisstanze und macht wieder so ein Eingriffsloch. Stanzt einfach wieder einen Halbkreis hier raus. Und dann nehmt ihr wieder euren Falzstift und das Lineal. Und nun messen wir von der Falzlinie hier, man sieht sie jetzt schwer, von dieser Falzlinie hier nach oben wieder die 3 cm und zwischen den beiden Falzlinien wieder die 4,75. Ah, nein, wartet, stimmt nicht, 4,75 stimmt nicht, weil das ist jetzt etwas breiter hier. Ich sag euch gleich das richtige Maß, weil es genau sind 9,8. Die Hälfte davon ist 9,8 ist 4,8, also bei 4,8 und 3 cm. Und da macht ihr euch wieder eine gute Markierung. Und ich komme jetzt mit meinem Lochwerkzeug da nicht mehr rein. Also mache ich jetzt was anderes. Und zwar habe ich hier den Aufhebhelfer. Und da gibt es ja so eine dicke Spitze. Und mit der arbeite ich hier jetzt vorsichtig hinein, damit sich mein Farbkarton und Designerpapier nicht so sehr biegt. Einfach langsam hier so reindrehen. Von hinten halte ich mit den Fingern dagegen. Tut euch nicht weh dabei. Ja, und wenn das Loch dann groß genug ist, bei mir denke ich, passt das jetzt gut, dann habt ihr sozusagen das Loch für euer Band, das hier dann durchgefädelt wird, also das zweite Ende. Fertig. So, gut. Nun können wir anfangen, die Box zusammenzubauen. Das heißt, wir falten jetzt mal die ganzen Falzlinien nach. Das haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil es einfacher ist, noch dieses Loch zu machen, solange das da nicht alles, was wir schon gefalten haben, uns die ganzen Laschen sozusagen im Weg sind und das noch ein schönes flaches Stück Farbkarton ist. So.
noch die beiden mittleren Stücke. Dann nehmen wir uns die Trio-Stanze. Das mit dem Loch wird ja euer Deckel. Und beim Deckel wollen wir jetzt an diesen beiden Enden der Seitenlaschen die Seitenlaschen sozusagen abrunden. Dafür klappt ihr jetzt einfach hier das alles rein und am besten noch den Boden hier so hinter den Deckel. Dann könnt ihr nämlich schön, es ist zwar schon etwas dick, aber es geht sich noch aus, hier reinfahren in die Trio-Stanze und die Ecke stanzen. Und dasselbe mit der zweiten Seite. So. Und schon sind unsere Ecken abgerundet. Das sieht dann etwas hübscher aus beim Deckel, wenn ihr ihn verschließt. Dann können wir hergehen und zuerst auf diese beiden Laschen Flüssigkleber drauf geben. Also wir verschließen nun unseren Boden, bauen ihn fertig zusammen. So, also die beiden Klebelaschen dann mit den Seitenteilen daneben zusammenkleben. Den Deckel könnt ihr gegenfalten, hier so, damit ihr auch besser dazukommen und weil das sowieso dann nachher notwendig ist. Und die beiden vorderen Klebelaschen, da gebt ihr jetzt auch Flüssigkleber drauf und klebt die auch mit den Seiten zusammen. Als nächstes holen wir uns jetzt unsere Innenbox und geben hier auf diese Lasche, also hier haben wir unser Geschenkband und die Lasche schaut so nach hinten und auf die Oberseite nur bis dort, wo die, ich sag mal eigentlich Falzlinie, aber es ist eigentlich eine Klebelinie, Schnittlinie, ist Flüssigkleber. Und dann gebt ihr die Box hier so rein. Holt euch ruhig die Schokolade dann auch nochmal raus und drückt hier innen dagegen. Man sieht es jetzt gar nicht so richtig. Hier. Brombeermus ist etwas dunkel dafür. Aber es ist einfach so eine schöne Farbkombination. So. Und dann ist eure Innenbox schon mal fixiert. Und im nächsten Schritt gehen wir jetzt her und fädeln wieder mit Hilfe des Faltstiftes das Geschenkband einmal hier durch. Und dann rückt ihr es euch einfach auf eine Länge zurecht, wie ihr glaubt, dass es schön aussieht, wenn ihr es hier so rauszieht. Ich mache meins jetzt etwas kürzer als beim letzten Mal. Achtet noch darauf, dass ihr es nicht irgendwie verdreht habt. Und dann könnt ihr euch das Band einmal auf die richtige Länge kürzen. Das heißt, lasst noch so 2 cm dran. Und dann nehmt ihr wieder doppelseitiges Klebeband und fixiert das Geschenkband auf der Außenseite des Deckels damit. Gut, das heißt, ihr könnt den Deckel jetzt schon hochheben und die Schokolade kommt mit raus. Dann kleben wir jetzt den Deckel fertig zusammen. Das heißt, ihr gebt jetzt Flüssigkleber auf die beiden Klebelaschen hier außen drauf. Und dann ist ganz wichtig, dass ihr den Deckel vorher
um den Boden rumgebt, damit das auch wirklich passt und ihr ihn nicht zu eng klebt. Also ihr drückt das Ganze nieder, gebt die Klebelaschen hier so nach innen und klebt das so zusammen um den Boden rundherum. So, dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch etwas Farbkarton und Designerpapier für den oberen Deckel. Dafür habe ich wieder ein Stück grundweißen Farbkarton mit 9x9 cm zugeschnitten und jetzt ein etwas anderes Designerpapier aus den Designerpapier blühende Felder. Und ja, das Ganze klebe ich jetzt wieder aufeinander und dann auf den Deckel. Somit verstecken wir jetzt auch das gemachte Loch auf der oberen Seite unseres Deckels und vor allem auch das Ende des Geschenkbands. So, wenn ihr das mittig aufgeklebt habt, dann wollen wir das Ganze eben noch verzieren. Dafür verwende ich jetzt einmal in Blütenrosa einen gewellten Kreis. Ich zeige euch noch die passende Stanze aus den Lagenweiser Kreisen und dazu passend zwei Nummern kleiner der Kreis in Grundweiß. Ich sage euch jetzt auch noch gleich die Durchmesser. Und zwar der Kreis, der gewellte, hat ca. 5 cm Durchmesser und der grundweiße glatte Kreis hat ca. 4 cm Durchmesser. Gut, und den grundweißen Kreis, den bestempeln wir jetzt. Und zwar mit diesem Stempelset hier. Das ist das Stempelset Vintage Blüten. Das ist das Gastgeberinnen-Set aus der Celebration. Also wenn ihr einen Workshop ausrichtet und dabei eine Bestellung von insgesamt 375 Euro während des Workshops oder nach dem Workshop aufgebt, dann bekommt ihr eben dieses Stempelset noch gratis dazu. Und ja, da stempeln wir jetzt eben einmal den ersten Spruch in Memento. Und zwar alles Gute zu deinem Ehrentag. Also es wird eine kleine Geburtstagsschachtel. Einfach mittig hier auf unseren grundweißen Kreis. Und wenn wir schon beim Stempeln sind, für das innere Etikett habe ich auch schon zurechtgeschnitten. Ein Stück grundweißen Farbkarton mit den Maßen 2,8 x 5 cm. Und dann nehme ich einen zweiten Spruch aus diesem Stempelset. Genieße die kleinen Dinge, denn sie machen das Leben großartig. So eine kleine Schokolade ist ja eine kleine Überraschung zum Geburtstag. Und ja, da fand ich, passt das super dazu, dieser Spruch. Und der wird einfach auch in Memento hier aufgestempelt. Den können wir jetzt einstweilen noch zur Seite geben und den grundweißen Kreis kleben wir jetzt einfach einmal mit Flüssigkleber auf unseren blütenrosa Kreis. Dann habe ich hier noch den Leinenfaden. Und den nehmen wir jetzt auch noch zum Verzieren. Dafür mache ich einfach einmal so einen Bogen sozusagen. Lege den jetzt so hinter mein Etikett,
so dass es seitlich so circa rauskommt. Dann nehme ich ein Stück von diesem Abreißklebeband wieder. Damit ist es am wenigsten Sauerei, finde ich. Und klebe das mal quer so drüber. Und ziehe dann die Schutzfolie ab. Und jetzt mache ich so einen Bogen auch auf der gegenüberliegenden Seite und ziehe den wieder hier über mein Abreißklebeband drüber. Und dann noch einen zweiten Bogen hier neben unseren ersten auf der einen Seite und wieder über das Abreißklebeband. Und auf der zweiten Seite noch einen zweiten Bogen und auch hier wieder über dieses Klebeband. Und dann schneide ich das Ende ab. So hält das Ganze super und sieht, finde ich, ganz nett aus. Und dann kann ich mir Mini-Dimensionals nehmen und die gebe ich hier jetzt drüber und drunter. Ziehe die Schutzfolie ab und befestige das Ganze jetzt einmal auf dem Deckel. Zum Verzieren nehme ich mir dann noch die Schmetterlinge in Mattmessing heißen die, genau. Und da klebe ich mir einen hier so auf und einen hier so dazu. Ihr könnt auch noch einen dritten montieren, wenn euch das gefällt. Ich habe hier übrigens auch probiert, mal austesten. Ja, das funktioniert sogar. Ich habe einen sogar in Brombeermousse angemalt mit einem Stampin' Blend. Der hat jetzt eine Weile trocknen müssen, aber er hat die Farbe behalten. Ist auch eine Idee, wenn ihr das wollt, dass ihr ich mache das jetzt einfach, einen lila Schmetterling dazu klebt. So, genau. Das war die Verzierung der Oberseite und für die Innenseite habe ich ja diesen Spruch schon gestempelt. Außerdem aus den Stanzformen so hübsch bestickt habe ich dieses Rechteck hier auch in Blütenrosa ausgestanzt. Das ist das zweitgrößte Rechteck. Und ich habe gerade bemerkt, dass ich mich vorher vermessen habe. Das Etikett sollte nämlich 2,4 x 5 cm haben. Das korrigieren wir jetzt einfach, indem wir oben und unten jeweils 2 mm wegschneiden. Dann ist es auch wieder auf der gewünschten Größe. Und passt dann auf unser Blütenrosa-Etikett. Ich schreibe es euch im Video weiter vorne auch noch dazu, dass das die richtige Größe ist. Gut, das Stück grundweißen Farbkarton mit dem Spruch kleben wir dann auf das Etikett auf. Und das passt genau zwischen diese strichlierten Sticklinien hier am Etikett. So, last but not least haben wir hier jetzt noch das Designerpapier Glückssymbole. Und ich habe vorher, wie ihr seht, hier vom Rand zwei halbe Blüten ausgeschnitten zum Verzieren. Jetzt habe ich keine passenden halben Blüten mehr. Also nehme ich jetzt hier so eine ganze Blüte. Und da schneide ich jetzt mit der Papierschere im Schnellverlauf einmal mit ganz wenig Abstand zu den Blütenblättern rundherum. Okay, wenn ihr die Blüte jetzt hier sozusagen zugeschnitten habt, dann schneidet ihr sie so circa zwei Drittel, ein Drittel auseinander.
Und dann gebt ihr jeweils eine dünne Linie Flüssigkleber auf das untere Ende des oberen Stückes. Und auf das obere Ende des unteren Stückes und befestigt die Blüte hier so am oberen und unteren Rand unseres kleinen Etiketts. Macht doch gleich was her, finde ich. Gut, und dann könnt ihr einfach ein paar Mini-Dimension ausnehmen und die auf die Rückseite unserer Blüte geben. Beziehungsweise des Etiketts. Wenn ihr die Schutzfolien entfernt habt von allen Dimensionals, dann nehmt ihr eure Box zur Hand, öffnet sie und hier in die Innenseite klebt ihr mittig auf dem Boden dieses Etikett auf. So, fertig ist unsere Überraschungs-Schokobox. So funktioniert das Ganze dann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr seid auch nächsten Dienstag wieder mit dabei. Wie immer findet ihr die verwendeten Produkte und die Detailmaße wieder auf meinem Blog www.stempel.at. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir ein Abo da. Ich würde mich freuen. Oder einen netten Kommentar. Bis nächste Woche Dienstag. Tschüss.